Es ist ein schwerer Rückschlag im Anti-Drogen-Kampf. Um fast 20% ist die Zahl der Rauschgifttoten im Jahr 2015 in Deutschland gestiegen. So ein Bericht des Bundeskriminalamts. Wir haben einen Anstieg im Bereich der sogenannten Amphetamine zu verzeichnen. Wir haben auch einen leichten Anstieg wieder im Bereich der Herointoten zu verzeichnen. Insgesamt gab es im Jahr 2015 1226 drogenbedingte Todesfälle. Im Vorjahr waren es 1032 Rauschgifttote, eine Zunahme also um 18,8%. Der stärkste Anstieg wurde in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland registriert. Insgesamt ist das Risiko umso höher, umso mehr verschiedene Substanzen konsumiert werden. Wir sprechen dann von Polytoxikomanie. Und für die Polizei ist die Drogenkriminalität immer schwerer zu kontrollieren. Bei der derzeitigen personellen Lage der deutschen Polizei ist jede Aufgabe, die massenhaft auf uns zukommt, also beispielsweise wie die Massenmigration, sorgt dafür, dass wir neue Prioritäten setzen müssen, dass unter dieser Prioritätensetzung dann auch die Bekämpfung von Drogenmissbrauch ja eben vernachlässigt werden muss, um eine andere Aufgabe zu erledigen. Bei Crystal Meth ist ein Rückgang der Erstkonsumenten zu verzeichnen. Vergangene Woche war die synthetische Droge in die Schlagzeilen geraten, weil bei Grünen-Politiker Volker Beck angeblich Meth sichergestellt wurde.